Da ist keiner. Nein! 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 Leichter loswerden. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Styx. Ja, wir haben letztes Mal die Mission abgeschlossen. Haben hier Punkte bekommen. Alarm ausgelöst, Gegner getötet. Das, anscheinend wird das alles benotet. Wusste ich nicht. Jetzt weiß ich's. Kommen wir erstmal Ladebildschirm. Ah ja, Taste drücken. How long have you been hiding in the atrium? I stopped counting long ago. Long before coming here. Gives me a headache. So you weren't born near the World Tree with the elves? It's not there that they made you. No. I wasn't born in the Amber Lake. On the other hand, you could say that it was there that I died. Sort of. It goes back a long way. At the time... Don't waste our time, dog! I imagine in the cesspit where you come from, this cell could pass for an elegant lounge. So let me dispel that misunderstanding. You're not at the embassy of Akanash, and I didn't invite you here for tea and sympathy. You're in prison, and you're going to tell me without any nonsense how you counted on getting your hands on the heart of the tree. Then, the executioner here will take you to the laboratory and store your body in separate jars. On that point, you were right. It is here that you will die. Did I say that? Well, it's very simple. The first part of my plan was to find my bearings in your tower. And the only one who knows every corner of your hovel is the one who built it. The architect. Your old friend, Querberus. But what a great plan. What a pity Querberus mysteriously disappeared once his work was finished, isn't it? Oh, really? He disappeared? Ah, now that's unlucky, isn't it? But no matter. Because our dear Querberus did not disappear without signing his work. Apparently, he left the complete plans of the tower somewhere inside the Akanash Library. And everything is there for the one who knows how to look. So I said to myself, hey, Rakash, you're gonna move your butt. Find that library and dig us out the secret plans of the atrium. Styx, welcome home. I'm upstairs if you need anything. Ewig langer Kamerafink. Ja, ich mache kurz eine Pause, denn mir ist aufgefallen, ich nehme anscheinend in der falschen Auflösung auf. Ihr werdet das wahrscheinlich nicht merken, ich werde es wahrscheinlich irgendwie im Schnittprogramm beheben können, aber ja, wie gesagt, kurz Schnitt hier. So, da bin ich wieder. Jetzt in richtiger Auflösung. Wie gesagt, tut mir leid, dass das so schief ging vorhin. Jetzt sind wir hier im Versteck. Das kann man ja alles machen. Man kann sich verstecken im Versteck. Da gibt es einen Schleifstein. Kann man mit dem was machen? Schade. Wäre cool gewesen, hier die Waffen aufzumotzen oder so. Oder? Ja, gibt ja nur den Dolch. Da oben ist Oscar. Und eine Mission. Mit einer Mission. So. Wo ist der denn? Viel zu weitläufig alles hier für so eine Basis. Not a bad hideout, Oscan. It's dripping with just enough moisture to save me from getting parched lips. This might sound strange, but can you remind me how we met? You're right. It does sound strange. You must have taken a nasty blow to the noggin. It's lucky we met.
especially for you. You wanted to know some stuff, and I wanted to recover some stuff. You're good at stealing, I'm good at dealing. It didn't take long to come to an understanding. That's how it works in the bowels. Yeah, it's coming back to me, I think. Listen, I gotta get to the Akanash Archives. Any idea of the best way to get there? The library, eh? I can show you the way through the sewers, yeah. Was ist mit seinen Augen but los? What can someone like you do in there? I know it's none of my business, right? Da waren einfach die Pupillen I'm looking weg. For a map of the atrium. I can't always rely on the guidance of a blind old man. The plans, eh? In that case, one of my men, Hector, a copyist, could be your guide in this labyrinth. And how do I find, what's his name? The marks. I'll tell Hector and he'll leave some for you. You just have to follow them. Understood. And while we're on the subject, you know a safe way out of this tower? When I'm done here, I don't plan on hanging around longer than I have to. You want to leave the atrium? You could hop on an airship, but you'd still have to know when one is leaving. It can be months before the order is given to send one. So, who gives the orders? I don't know. It's paperwork. It's irritating, you understand? I don't like to strain my eyes. But I happen to know that all the signed orders are stored in the transport office. You could forge one to suit your plans. I'll try it. Thanks for the info. Well, I'm off. Oh, wait. If you wanted to thank me, you could maybe bring me back something from the library? Go on. I've heard that a renowned treatise on alchemy is hidden there. The kind of book that's so radical that it was placed under a glass cover. Good. If I find it, I'll bring it back for you. See you later. One last thing. You're the rough and ready type, aren't you? If I were to ask you to eliminate someone for me, would you do it? Quietly, without making waves? You're starting to ask a lot. If I do it, it better be worth it for me. Don't worry. I fully understand that my eternal gratitude will not suffice. Anyway, in the docks, should you cross the path of a laborer called Godbert, make sure he has a little accident. I didn't appreciate it. Enough with the life story. We do some business, that's fine by me. As long as you pay. See you later. Well, let's go to the embassy for this airship business. Then I'll go to the archives to look for the maps. Ja, muss ich ihm recht geben. Haben echt lang gelabert, die zwei jetzt. Ich wollte es die ganze Zeit was sagen. Hier kann man anscheinend alles wieder auffüllen. Ich hoffe, das wächst auch wieder nach. Fertigkeiten. Aha, aha, Fertigkeiten. Gut. Oh, da muss ich mich erst reinfuchsen, glaube ich. Tja, so viel zu den Fähigkeiten. Aha. Ziele, Embleme, Schatten. Intro, was auch immer. Nee. Alles unwichtig. Was ist hier drin? Artefakt. Haben wir keins. Hallo. Naja, da kann ich schon offen bleiben, komm. Das war cool, dass sie es gemacht haben, aber das darf ruhig offen sein. Jappa. Licht aus. Da geht's in die Stadt und da geht's wohin? Versteck. Ja, ich bin im Versteck. Ja, da ist bestimmt noch Zeug versteckt, aber ich will jetzt ehrlich gesagt in der Story weiter. Schon viel zu viel rumgetrödelt. Ja, möchte jetzt das nächste Mission. Ja. Akanash Atrium. Also beliebige Taste drücken, ja, jedes Mal. Kommt schon wieder ein Video, es ist die Videofolge. Oder die Cutscene-Folge, so. Video ist ja. Well, according to Ozcan, the transport office is at the center of the embassy. Distinguished diplomats, you will have a surprise invitee at the negotiating table. Ja,
Jo. Da sind doch schon die ersten Wachen. Vielleicht können wir die Fähigkeit jetzt testen. Ich habe vorhin die Fähigkeit gelevelt aus dem Hinterhalt. Dadurch kann ich, wenn ich solange ich versteckt bin, Gegner aus dem Hinterhalt töten. Aber ich befürchte, wir kommen gar nicht so schnell dazu. Doch. Ja, ist das cool, oder? Das ist richtig mega. Runter mit dir. Ab die Post. Da in Deckung töten. Das ist halt die Frage. Bleibe ich dann in Deckung? Oder hüpft er aus der Deckung raus? Ja, darum warten wir, bis der da drüben ist. Ja, er zieht ihn rüber. Komm, 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 komm. Da ist keiner. Nein! 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 Gleich loswerden. Schnell weg, Styx. Hoch da. Auf da, ja. Wo soll ich denn hinflüchten? Ich kann nirgends hin. Oder doch? Ich bin in Deckung. Wenn der jetzt vorbeigeht, kann ich den doch töten, oder? Nicht? Funktioniert das so nicht? Habe ich schon gesagt, dass die KI ziemlich stumpf ist? Ich meine, der hat doch gesehen, dass ich hier runtergelaufen bin. Wo soll ich denn sonst hin? Er sagt erwischt, entwischt. Achso, ja, entwischt. Das macht Sinn. Nee. Ich hatte gerade einen Fehler. Ich dachte, der stand erwischt. Boah, kann ich aus dem Dings rauskillen hier? Aus dem hier? Das wäre auch cool. So wie so eine Spinne so. Zack. Aus dem Untergrund. Ich weiß nicht, wie die Spinnen heißen. Trichterspinnen, glaube ich. Die bauen sich halt so Klappen und töten halt ihre Beute, wenn sie über die Klappe läuft. Sind dann auch saumäßig giftig. So, mein lieber Freund. Er bewege sich. So. Und nochmal Freiflug. Yay. Jetzt gibt es, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Entweder hier ums Eck oder da hoch. Ich nehme lieber das ums Eck hier. Das ist nicht so offensichtlich. Mal den hier. Ich mag das auch mit dem Fuß im Gesicht. Das haben sie richtig schön gemacht. So, hier rein. Dann. Ah, nein, nein, nein. Der Stuhl. Der verdammte Stuhl. Ist das eine Mütze? Was hämmert der da? Da gibt's nichts zu hämmern. Das ist einfach eine Holzkiste. Irgendwie schneller töten wäre doch auch noch nice. Mit einer Fähigkeit vielleicht. Ich meine, aus der Deckung zu töten geht ja auch schnell. Und ich denke mal, das ist auch leise. So.
Ich muss doch da hoch. Das ist ein Bogenschütze oben. Oder halt Armbrustschütze. Was ja auch im Bogen ist wieder, oder? Es ist ja ein Crossbow. Nein. 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 Mein, komm. Ja, jetzt habe ich es verkackt. Ja, es war eine gute Zeit, um einen Schnitt zu machen. Dann war es das für die Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge.